So, willkommen Freunde, wir zocken heute Chernobyl Light. Das Geile ist, wir sind endlich aus dem Early Access raus. Ich hatte es mir als Early Access gekauft und war nicht so begeistert. Wusste auch gar nicht, was ich machen sollte. Und jetzt hat das Spiel auch eine richtige Story. Also, würde ich sagen, alles auf leicht auf jeden Fall. Und dann geht's ab. MAR Corporation begins trials of their proprietary recultivation technology. Strontium 90 and plutonium 240. Some never abandoned their homes or even moved back. Will Samoshevs be removed forcibly from the exclusion zone? Demonstrations across the Ukraine. 10 billions of Herivnias for an indefinite lease. This is a cabal. NAR thinks they are above the law. What does NAR really hide behind the patent rights? One thing is certain, the sarcophagus must remain intact. Ich kann mich an das Intro auch gar nicht erinnern. Ich weiß gar nicht, ob es das gab in der Early Access Phase. Oh, das sieht nach einer Bahnfahrt aus. Igor, wake up, you sleepyhead. Look, look over there. Do you remember the glade just beyond those trees? That's where you proposed to me. You were so nervous and sweet. You're still sweet, my Professor Kimunik. Alten verfallenen Häuser. It feels good to return after all these years, doesn't it? Das hat irgendwas. Oh, jetzt wird es ein bisschen dunkel. Das bedeutet nichts Gutes. What is it, Igor? You're still half asleep. Wake up. Oh. Awaken. Tanya? Tanya, stop kidding around. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass man angefangen hat und war direkt gleich in so einem Fabrikgebäude irgendwie. Ganz merkwürdig. So, was haben wir denn hier Schönes? Notiz ausblenden. So, dunkler Himmel über Prichapjat. Die Folgen des Chernobyl-Desasters sind entsetzlich. Es ist der einzige Fall in der Geschichte, bei dem ebenso viele Menschen an Reaktorschäden starben wie an der Strahlenkrankheit. 31 Opfer kamen in wenigen Wochen ums Leben, hauptsächlich aufgrund radioaktiver Dampfverbrennung oder Strahlenbelastung. Eine Person starb sogar an einem Herzinfarkt. Aber diese Zahlen spiegeln den Ernst der Situation nicht wider. Innerhalb von 36 Stunden evakuierten die Behörden 115.000 Menschen und sagten ihnen, sie könnten bald wieder nach Hause zurückkehren. Unglücklicherweise war das eine Lüge. Ah, ich weiß, kann mich noch dran erinnern, 86, das war heftig. Die Katastrophe hatte auch schwere wirtschaftliche Folgen. 784.320 Hektar Agrarland und 694.200 Hektar Wald wurden von der Agrarproduktion ausgeschlossen. Die Sowjetunion stellte knapp 18 Milliarden Rubel für Reparaturen der Auswirkungen dieses Desasters bereit. Dies ignoriert jedoch die Tatsache, dass die Menschen, die auf den Namen Pjat, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, evakuiert wurden, in den nächsten Jahrzehnten an verschiedene Krebsarten erkranken werden. Genau. Außerdem wird geschätzt, dass die Anzahl der bösartigen Krebsarten in benachbarten Ländern exponentiell ansteigen wird, vor allem unter Kindern. Boah, ist schon heftig, ne? Aber wir werden auf jeden Fall nicht jede Notiz lesen. Aber ich denke mal, gerade so am Anfang ist das schon wichtig. So, geht's raus. Hier geht's auch nicht weiter. Auf jeden Fall ein mächtiger Sturm irgendwie. Igor. Irgendwer ruft uns immer. Die Tanja. Wer ist die Tanja? Das werden wir noch rausfinden. Wait!
Wahrscheinlich eine seiner Erinnerungen. You were so nervous and sweet. My professor came in. Tanya Amelieva, stop this childish nonsense at once. Where are you? Kann auch sein, dass träumt, ne? Alter Falter. Was war das denn? Enough. Waffe oder so haben wir nicht, ne? Nee. Nur zuschlagen. Hier gibt's überall radioaktive Blitze. Das hier brauchen wir eine Waffe. Taschenlampe wäre gut, aber wir haben hier keine. So hat auf jeden Fall die Early Access Version nicht angefangen. Da würde ich mich dran erinnern. Ja, schon sehr geil gemacht, ne? So dieses leicht grün-grauliche und dann dazu diese Atmosphäre. Oh, schon nice. So, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie eine Knarre. What now? Igor. Oh. Jetzt müssen wir aufpassen. Hoffe ich doch, dass wir hier irgendwie durchkommen. Dass wir hier irgendwie falsch gelaufen sind. Ah, wir haben eine Waffe, okay. Und das denn? Aber wahrscheinlich hat er die ganze Zeit noch nicht gezogen. Das ist ja mal ein Sprung. So, halte rechte Maustaste, um zu zielen, drücke mit der linken, um zu schießen. Ah. Kommt direkt von vorne. Weiß ja nicht. Ist ja besser, wir bewegen uns im Gelände nicht gerade. Und wir gucken in alle Richtungen. Ja, die können einfach von überall herkommen. Wie, das war's schon? Hier ist aber neu, die kennen wir noch nicht. Kann natürlich sein, dass durch die Radioaktivität immer Zeitsprünge entstehen. Ich kann mir nur vorstellen, das kann nur ein Traum sein, oder? Oder er hat sich zurückerinnert. Why is this place so familiar? It's my old workshop. Hier kann man was herstellen. Portalgenerator im Besitz, Beschreibung, klobiges Design, aber technisch höchst fortschrittlich. Ein Hightech-Werkzeug, das Chernobylite nutzt, um stabile Wurmlöcher zu erzeugen. So, wir haben Mechanikerteile 000. Alle verfügbaren Aktionen in Toolbar aufgelistet. Sieh dort nach, wenn du mal nicht weißt, was zu tun ist. Du kannst sie sowohl in den Tasten bedienen oder aber Aktionen mit der Maus anklicken. So, wir haben jetzt herstellen. Aber wir haben ja auch keine Materialien, ne? Okay. Mechanikerteile. Please hurry. This reality is coming apart, can't you see? Die Realität zerfällt, ja, das kann sein, dass es deswegen diese komischen Träume oder so gab.
Ich will nur mal kurz gucken in der Steuerung, ob wir eine Taschenlampe haben oder so. Taschenlampe V. Ja, alles klar. Mir ist das teilweise echt ein bisschen dunkel, muss ich sagen. So. Ein paar Elektrikerteile aufgehoben. Das wird aber wahrscheinlich nicht reichen, um irgendwas herzustellen. Ja. Alter C64. Ein portabler C64. Steht zwar nicht Commodore dran, aber wer von uns es von früher kennt, der weiß, was das ist. So, Notiz. Was haben wir denn da? Eigentum von Future Deterrence Technologies. Kann man auch reinzoomen? Kann man auch drehen? Nee, das geht nicht. Ne? Kannst du auch rein und rauszoomen. Okay. Ab kommen wir mal raus. Mechanikerteile. Ich habe schon viele Mechanikerteile gefunden. Get back to your work. It's the only way out of here. Ja. Ja, ich muss sagen, also wirklich, die Early Access hat ganz anders angefangen. Das ist jetzt hier schon ein bisschen was anderes. Ich habe nur immer Schiss, dass wir hier irgendwas übersehen haben. Aber sie hat ja auch gesagt, wir sollen wieder an die Arbeit gehen, also bestimmt irgendwas herstellen. Sondern hier rauskommen. Ja, auch wieder was. So, hier waren wir ja auch schon, ne? Genau. Hier hat kein Griff. Vermute mal, da müssen wir irgendwas herstellen. Genau. Schauen wir mal, was. So, das ist im Besitz. Alle verfügbaren Aktionen sind in der Toolbar aufgelistet. Sieh dort nach, wenn du mal nicht weißt, was zu tun ist. So, wir könnten jetzt nochmal was herstellen. Okay, sieht sehr schick, sehr nice aus. Kleines Lochblech drum. Tja, man hat echt das Gefühl, die Realität zerfällt. The entire zone is on lockdown. NAR doesn't screw around. Yeah. Let's just hope our source comes through and we don't run into any patrols on the way. And what if we do? We will improvise. That's what our Sleeping Beauty here paid us for, remember? Sure, sure. Do you really think they'll test this recultivation something? I haven't seen any signs of that, but I'm telling you, something is up. There are way too many contractors for such a small area. We can handle the contractors. They're probably some of Wagner's rejects. Fuck you. I fought alongside those guys. I know, I'm just messing around, Anton. Let's focus on getting our professor here some of this Chernobylite? That's what it's called? Igor? Igor! Wake up, Igor. We have to go. What? I must have dozed off for a moment. Let's go. What are you? Ich muss sagen, das ist wirklich sehr geil, ne? Wenn ich, hätte ich nicht gedacht, dass das so geil wird, das Game. Aber am Anfang war das echt, die Early Access war ja eine Katastrophe. Also ganz am Anfang. Das ist jetzt ja richtig geil. And yes, it will. You two take care of your part and I'll take care of mine. All right? Try to keep a low profile. Last thing we want. Schön, dass wir jetzt zu dritt hier rumlaufen. What are you getting us into, Igor? It is necessary. It's something that needs to be done. I don't like riddles, Professor. But you're the boss. Reminds me of that night off in Syria. Remember that, Olivier? I do, unfortunately. Das sieht so aus, als wenn wir auf das Atomkraftwerk zulaufen, ne?
das sein? Ja. Das ist der Hangar. Oh, was ist jetzt passiert? Misha, we can't. We have to fall back. Ah, okay. Downstairs. Geschichte der Explosion. Go, go, go. This is no time for bird watching, Igor. Let's go. Through the fence, into the sewers. Sewers? Oh, and down into the underworld we go. It's nothing but a hole in the ground, Anton. Oh, does anyone else feel itchy? So, how bad is the radiation around here these days? It's been a long time, right? Do yourself a favor and don't think about that right now. Let's focus on doing the job and getting out of here in one piece. Igor, if the shit hits the fan, get yourself out of sight until we take care of it, okay? Don't be a Giroi. Don't panic, Olivier. No Giroi's here. Only some desperate people walking into the heart of darkness. Da bin ich ja mal gespannt, was da wächst in der Kanalisation. Das kann ja uns nicht friedlich gesonnen sein. No talking. Go. After you, Igor. Ladies and eggheads first. So, das ist nur ein Scherz. Er versucht, die Stimmung aufzulockern. Antworte höflich. Funny guy, yeah? Shit, Igor, get down! Get to the sewer entrance. We're right behind you. Wie zur Kanalisation. Können wir uns eigentlich auch ducken hier, ne? Stay in the shadows. So, ich sollte auch mal meine Taschenlampe ausmachen. Ich laufe da mit der Taschenlampe rum und bin überhaupt nicht getarnt. Und wundere mich nachher, wenn die mich dann abknipsen. So, noch 125 Meter. Stay in the shadows. Ja, schön, aber den müssen wir wahrscheinlich hier lang, so ein bisschen mehr am Rand. Ich sehe zwar noch niemanden, der uns entdecken könnte, aber das heißt ja nichts. Become invisible. Ja, werde unsichtbar, ja. Auf jeden Fall. So, you were inside the lab? Yeah, for a bit. See anything? Mann. Interesting. Nah. Interesting is above my pay grade. Now pass that bottle, Sergei. 71 Meter, okay, die beiden sind da. Da ist noch einer. Der sieht mich nicht. Die Frage, wo geht der jetzt lang, ne? Okay. Wir versuchen es einfach mal. Wir kennen ja sonst oder kennen die Reaktion nicht des Spiels. Ist noch gar nicht, was passiert. Igor, hey, over here. Ah, alles klar. Unsere Freunde sind da. Sehr geil. Dankeschön. Können wir jetzt auch stehen, ja? Oh, ich bin viel größer als sie. You sure this is the right entrance? I used to work here, remember? Yeah, I'm sure. Geht's ab in die Kanalisation. Nicht hier irgendwie öffnen? Nee, ne? Igor, take a rad reading, will you? So, öffne deine Tasche I und rüste einen Umgebungsscanner aus. Und drücke F, um ihn auszurüsten. 3.6. Not great. Not terrible. Chin up. We're safe for another hour or so, all right?
None of you are safe. Tiana. Ist natürlich auch von der Überlegung her, wenn jemand radioaktives Material klauen will von so einer terroristischen Organisation, bricht dann in so einem alten, abgeranzten Kraftwerk ein. Die Idee ist gar nicht so dumm. Nur mal hoffen, dass nicht irgendwann einer auf diese Idee kommt. I don't have time for getting into details right now, but yes, all it needs is more Chernobylite. Chernobylite, right. The most radioactive compound on Earth. That's what you called it. The man knows what he's doing, Anton. Stay focused, complete the mission. We'll all be laughing about this over a beer before you know it. The readings are bad. The numbers are too high. Oh, what's we the... have to get out of here. We can't leave him behind, dear God. Let me out of here. Let me out. Alexander Borisovich, someone has to open the valves manually. Someone has to go inside. Das muss aber auch für die Mitarbeiter echt schrecklich gewesen sein. Möchte mir gar nicht ausmalen, was das für Scheiße war, für eine Katastrophe. Mann, Mann, Mann. Armen Menschen. Oh, two hostiles up ahead. Quiet. Anton, that one's yours. I'll take the other one, Olivier. Der linke ist deiner, ich nehme den rechten, okay. Okay, it's your show. But if you get us killed, I'm gonna be pissed. Ich würde jetzt den rechten nehmen und nicht den linken. Von meiner Seite aus. Nahkampfangriff. Überwältige Gegner, die dich noch nicht bemerkt haben. Leise Nahkampf. Okay, das hat gut geklappt, muss ich sagen. Nicht schlecht. Du bist jetzt nicht gescheitert. Oh, hier ist die ganze Schaltzentrale. Ist aber riesig, ne? Alright, Eagle. You're the star. Ready to execute the plan? I'm accessing the terminal. If the AZ5 button is still working. Igor, please get on with it. Für die AZ5-Taste soll ich suchen, ja? Gucken, ob wir hier noch so eine AZ5-Taste finden. Ah, hier ist die Konsole. Wir können sie verwenden. Sehr gut. Igor, don't! Tatiana? What are you stalling for, Igor? Time is critical here. Drücke die Taste nicht, aber sei ehrlich. Drücke die Taste. Drücke die Taste. It's nothing. Just tired. Genau, right. Weil wir wissen ja nicht, was die Tanya uns erzählt. Yeah, I'm good. Please focus on your job and I focus on mine. Get back to it then. The reactor room, now! Durch viel Taschenlampe anmachen funktioniert gar nicht. Doch jetzt. Ah, wieder ein Zeitsprung. Nonsense! It was just a fire, nothing more.
We'll get it under control. RBMK reactors do not explode. The reactor core is exposed. I can see the graphite on the ground. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. You killed us, you arrogant son of a bitch. You've killed us all. Boah. Du hast uns alle umgebracht, okay. Ich finde aber momentan nichts mehr jetzt irgendwie zum Einsammeln hier. What about the radiation? Let's get this done quickly. Sorry, am I holding you up? Oh. 10 Mikrosievert. Can you hurry it up down there? Whatever it is you're doing. 32 Mikrosievert. Weiß ja gar nicht, wo ich hin soll. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ah, okay. Wenn diesen radioaktiven Kern aufheben. Oh, it's even colder than I remember. You've seen one of these before, haven't you? A much smaller fragment, but enough for my initial studies. Are you going to tell me how this fancy gun of yours works? It creates a kind of shortcut through time and space. It's called a wormhole. It forms a tunnel with two mouths. It needs an exotic energy source to keep it open. Exotic energy. That's the Chernobylite? Exactly. And where does this shortcut lead? Geil, wir haben ein Wurmloch erzeugt. Wir können wahrscheinlich in der Zeit rückwärts gehen. It leads wherever it needs to. Let's leave it at that for now, all right? What? My fiance. She disappeared here during the disaster 30 years ago. Yeah, can we talk about her later? Grab the crystals and let's go. Alter. Fucking gone. Help me! Was mit unserer Waffe? Ich hoffe, er kommt nicht hinterher. Das wäre natürlich geil, ne? Du haust durch so ein Wurmloch ab, Olivier? Und er kommt da hinterher. Where the hell did you go? Olivier! Wie ist er denn darüber gekommen? What the fuck was that? Listen, I... Jesus, I'm so sorry, Olivier. Anton was... he was a good man. Who was that fucker? Hell if I know. Somehow he used the negative energy of the Chernobylite to teleport. Now, to confirm this theory... Stop. That doesn't matter right now. Can he get to us here? And where is here exactly? We're inside a wormhole connecting two singularities. It's quite short and not very stable, so we need to move. Do you understand? And no, he can't chase us in here. I mean, it's possible in theory, but highly unlikely. I don't want to know. Just get us out of here. This way. You'll come out near Mikhail's place, hopefully. Let's meet there, then. My arm. It feels like the muscle's been twisted from the inside. Ja, der hat ihn aber auch ganz schön mies behandelt, ne? Hat ihn von oben runtergeschmissen und so. Anton, I promise you. Ah, da geht's raus, ja? Alles klar. Da musst du ja nicht lange suchen. It's like a snake, shedding its skin over and over again. You have to learn it all over again. Feel it. Tame it. Er hat immer seine Tatjana im Kopf, ne? Ab und zu stockt es. Hm? Warum auch immer. Tag 1, Tschernobyl, morgen. Okay. The
singularity. Tearing at the fabric of reality. The foundations of this reality are really quite fragile. You're out of time. Go! Geht trotzdem lang hier, ne? Okay, wir sind jetzt hier im Schutzbunker gelandet. So, warte mal, hier kann ich da durchkrabbeln, ne? Genau. Gerade einen Weg gesucht. Ei. Hier werden bestimmt so ein paar radioaktive Gestalten rumlaufen und uns nicht wohlgesonnen sein. Aber das ist, glaube ich, erstmal egal. Der Reaktor ist schlimmer. Ich habe zwar die Leiter gesehen und ich will da auch. Bitte da auch hoch, aber. More than I can count. Let's go in together, my love. So, du hast zu viel Zeit im verstrahlten Gebiet verbracht. Wende deine Anti-Strahlungsmedizin aus deiner Tasche, um einen Strahlungswert zu senken. Drücke I, um die Tasche zu öffnen. Anti-Strahlung verwenden. Okay, sehr gut. So, ist die Frage, gehen wir jetzt hier weiter? Ich denke mal nicht. Ich denke mal, wir gehen mal die Leiter hoch. Oder? Gucken, ob das geht. Nee, keine Chance. Ach, da ist sogar noch Energie drauf. Gar nicht gedacht, dass da unten noch was funktioniert. Ja, wir sind draußen. Sehr gut. Der Umgebungsscanner zeigt grundsätzlich alle Ressourcen und Items in der Umgebung an, kann aber auch nach bestimmten Kategorien gefiltern. Wähle über RT Kräuter aus. Kräuter können zur Herstellung von Medizin genutzt werden. Suche und sammel sie. Mechanikteile, Kräuter. Das ist auch cool. Direkt erstmal am Wegesrand. You're hurt, Igor. Tend to your wounds. I have no medkit. Perhaps I can prepare something over the bonfire. So, finde Lagerfeuer. Natürlich wird jetzt hier nicht einfach irgendwo ein Lagerfeuer sein, auch ganz klar, ne? Oder ich finde hier irgendwo einfach ein Feuer. What's the password? Hatten wir eine Parole festgelegt? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Versuche, dich an die Parole zu erinnern. Would you mind? I can't think with that gun pointed at me. Igor? Damn it. Oh, Glück gehabt. Nostalgia. It's nostalgia. It was your idea, goddammit. You don't look so good, Igor. We don't have any medical supplies, not even bandages. See if you can find something and patch yourself up. You don't look so good, Igor. We don't have any medical supplies, not even bandages. See if you can find something and patch yourself up. Was haben wir denn hier Schönes? Aus wie ein Benzinkanister. Brennbare Teile aufheben, okay. Die Frage, können wir jetzt... Das sah so aus wie so eine Feuerstelle, würde ich sagen. Ach, da hinten ist so ein Lagerfeuer, habe ich gar nicht gesehen. Auch Stelle herstellen.
Was haben wir denn Schönes? Da fehlen uns Pilze, Kräuter haben wir. Du hast genug Zutaten, so Antistrahlungssalbe. Okay, dann stellen wir die doch mal her, oder? Okay, sehr gut. Ich glaube, mehr, wir hatten ja auch nur 3 Kräuter, ne, 4 Kräuter sogar. Okay, dann können wir jetzt mal die Strahlungssalbe nehmen. Du hast genug Zutaten gesammelt, finde nur ein Lagerfeuer und stell dort eine Heilsalbe her. Haben wir doch gemacht. Ich kann die aber nicht verwenden, also ich gehe mal drauf. Und dann heißt es Antistrahlungssalbe, verwenden, entfernen, sortieren, nehmen. Was ist denn nehmen? Achso, dass die denn hier verschieben kann. Ein Schnellmenü haben wir auch, okay. Auf 1, ja. Jetzt 1 drücke. Müsste die Salbe nehmen, ja. Ja, warte mal. Gucken, wie das funktioniert. Was mich wundert, dass er immer noch sagt, du hast genug Zutaten gesammelt, finde nur ein Lagerfeuer und stell dort eine Heilsalbe her. Das haben wir ja gemacht. Ne? Ich finde es auch komisch, dass die nicht verwenden kann. Merkwürdig. Okay. Draußen ist Lagerfeuer, wir haben die Salbe hergestellt. Wir müssen jetzt mit ihm auch sprechen. Du siehst so gut, Igor. Wir haben keine medizinischen Supplies, nicht sogar Bandages. Sieh, ob du etwas finden kannst und patch dich selbst. Wenn ich ihm nicht sage, dass ich die Heilsalbe hergestellt habe. Er lässt mich hier auch nicht durch. Scheint ein Fehler am Spiel zu sein. So, warte mal, hier können wir... Wie bedienen wir denn eigentlich das Schnellmenü? Wenn wir jetzt hier bei 1 drücken, ist 1, okay. Ach, 4 ist die Salbe. So, warte mal, dann drücken wir mal 4. Verwendet die Salbe nicht. Immer dasselbe. Okay, dann machen wir das anders. Dann suchen wir nochmal Kräuter. So, hier konnten wir ja... Pilze gibt es ja auch. Oh, sehr schön. Ja, hier ist auch noch was. Brennbares Material. Noch ein Kanister. Dann schauen wir uns hier nochmal um. Gut ist, er hat ja die ganze Umgebung gescannt. Sie müsste einiges markiert sein, wenn da noch was da ist. Wird hier außerhalb im Busch noch oder so. Ah, hier ist auch noch Kräuter. Hier sind noch Kräuter.
Hier sind wir ja auch hergekommen. So, wenn ich müsste halt nochmal welche herstellen, ne? Ah, oh, Mechanikteile. Ja, der Scanner ist echt praktisch. Hätte viele Dinge gar nicht gesehen, wenn ich die nicht markiert hätte. So, dann würde ich sagen, stellen wir nochmal eine einfache Heilsalbe her. Das ist jetzt Medikament, ne? Genau. Jo. Und dann können wir noch... Pilze, dafür mit zwei Pilze, schade. Wäre bestimmt auch cool gewesen. Ah, jetzt ist aber auf jeden Fall die Markierung auch weg. Das heißt, wir können auch mal reingehen und mit dem Typen sprechen. You don't look so good, Igor. We don't have any medical supplies, not even bandages. See if you can find something and patch yourself up. Okay. Welche nehmen wir? Die Antistrahlensuppe brauchen wir nicht. Hier nehmen wir die Heilsalbe. Ach, das ist auch die Heilsalbe. Ich hatte die Antistrahlungssalbe hergestellt. Deswegen hat es nicht funktioniert. Sehr gut. Come on in. Igor, you're a bit of a handyman, right? Take a look around and see if any of this crap is useful. This is your element, my sweet. Create order from this chaos. Ach, drücke B mit der Wiederaufbau und deiner Basis. Genau, so hat die Early Access angefangen. Direkt hier und ich wusste nicht, was ich machen sollte. So, gucken wir erstmal, ob wir irgendwas einsammeln können. So, wir drücken mal B. Beschreibung. Diese Kategorie enthält Items für deinen Schutzraum wie Bauelemente, Stromgeneratoren, Schlafmöglichkeiten, Luftfilter und Strahlenschutz. Objekte zum Bauen. Solange du dich im Baumodus befindest, kannst du bereits errichtete Bauelemente markieren und durch Drücken von T abbauen und Ressourcen zurückgewinnen. Okay. Die Frage, ob will man das hier, ne? Okay, wir räumen jetzt quasi hier auf, sammeln die ganzen Ressourcen rein. Macht ja auch durchaus Sinn. Vielleicht können wir hier auch noch ein bisschen was einsammeln. Weil das ist ja nichts, was wir hergestellt oder gebaut haben. Das ist ja eine Katastrophe, ist das ja. Was für uns. Und dann fangen wir mal ganz neu an, würde ich sagen. Baue nun einen Arbeitstisch für die Bauelemente. Schaltest du den Zugang zu fortgeschrittenen Gebäude frei. Wähle die Kategorie Basisverbesserung, rufe mit F ihren Inhalt auf. Wähle dann das Bauwerkzeug. Okay, nochmal. Baue nun einen Arbeitstisch, das ist klar. Über diesen Bauelement schaltest du den Zugang zu fortgeschrittene Gebäude frei, wähle die Kategorie Basisverbesserung und rufe mit F Inhalt auf. So. Basisbauwerk. Ist das ein Arbeitstisch? Kann man sagen. Das ist einer. Wo bauen wir den denn hin? Jo, das ist ein Arbeitstisch. Du kannst nun einfache Bauelemente bauen. Sieh dir gleich mal einmal an. Du wirst jeden Tag die Möglichkeit haben, zur Basis zurückzukehren und sie weiter auszubören, sofern du die notwendigen Ressourcen vorrätig hast. Wenn du fertig bist, kannst du den Baumodus verlassen. Okay. Baumodus war ja B, ne? Ah, der kann ja auch noch nicht fertig sein, ne? Weil... Kann ja auch gar nichts herstellen oder so.
So, 10, 9 Meter. Ach, hier können wir mal was einsammeln. Ich glaube, das sollten wir nicht abreißen. Aber ich denke mal, so als Basis macht das hier schon ein bisschen was her. Basisverbesserung. Objekte zu bauen zur Basisverbesserung. So, das ist natürlich auch erstmal spannend zu wissen, wo baue ich das hin? Baue ich das hier oben drauf? Baue ich das daneben? Es scheint nicht zu gehen. Abbrennbare Teile fehlen noch. Alles klar. Okay, das ist ein einfaches Bett, das funktioniert. Sagen, das bauen wir mal hier hin. So, dann haben wir einen Tisch, der noch nicht funktioniert. Der funktioniert ja nur von der Seite nicht. Wir haben jetzt ein Bett. Schon mal gut. So, diese Kategorie enthält Items. Lampen. Objekte bauen, wohlfühlen. So, nicht genug Strom in der Basis. Baue einen Generator oder verschrotte stromgetriebene Geräte, um Stromverbrauch zu senken. Okay, ist ja klar, ne? Weil Lampe, aber kein Generator. Macht ja durchaus Sinn. So, dann gucken wir mal. Da noch finden. Objekte bauen. Das ist eine Tasche für ihn. Wo finde ich den Generator nochmal? Müsste doch ein Generator sein, ne? Aber mir fehlen immer noch brennbare Teile. Ach, halten und dann kann man die so drehen. Ah, alles klar. Super, dann wissen wir ja ungefähr, wie es geht. You're not going straight back to the power plant. Because if you want to commit suicide, there are easier ways. We're outnumbered, outgunned, out... everything. We need intel, backup, supplies, and most of all, we need a fucking plan. Okay, er versteht es nicht. Die Liebe schert sich nicht in Risiken. Sag ihm, dass Tatjana nicht warten kann. Okay, wir stimmen ihn erstmal zu, denn... Tatjana ist nicht hier, er ist aber da, dann gibt's keinen Ärger. Okay, let's hear your plan. I'm glad you're seeing reason. See this board behind me? We can use it to map out our plan of action. Figure out how to get inside the power plant and find whatever it is you're looking for. Or whomever. Every piece of intel, every bit of info about resources, we'll document in right here. We'll take our next step when the time is right. For today, let's focus on getting our strength back. If we're going to use this warehouse for our base, we need to find some supplies and get organized. Somewhere to sleep would be a start. Maybe we can find some cots.
Okay. Let's do this right. Great. I'll do everything I can to help you figure out what happened to this. Tatiana? That was her name, right? One last thing before you go. NAR uses weapons with a biometric lock. We can't use them, so we have to defend ourselves with what we have. Use it as a last resort. I presume you know how to handle firearms? Ja. And you're all set. Wir wissen, wie man schießt, auf jeden Fall. So, Überfall. Hier stehen alle Schritte, mit denen das Kraftwerk betreten und Tatiana retten kannst. Das ist unser Ziel. Ich muss mich gut vorbereiten, wenn ich erfolgreich sein will. Na, einfach irgendwas wählen hier. Sniper. Reinzoomen, rauszoomen, Notizen. Jemand muss uns den Rücken frei halten, ein Scharfschütze. Okay, ich würde so Überfall beginnen. Everyone, it's time to hit the power plant. We all know it's not going to be easy. We tried before, and not everyone made it. But this time we're smarter and better prepared. I know we can do this. We have to do this. It's the only way we can find Tatiana and end NAR. What about that black mask-wearing motherfucker? Have you identified him? No. But who cares? When we cross paths, we'll take him out. End of story. This is much bigger than anything any of us has done before. If you want to back out, this is your chance. Igor, you know I always have your back, but this is insane. This mission needs more preparation. I can't support a plan that doesn't have my full confidence. It's your choice if you don't want to help. I can't force you. Es kann was werden, ja. So it's just me now? Is my plan really that hopeless? Bestätige deine Auswahl. Also ich muss sagen, der Typ mit der Maske ist ja da. Meine Frage. The last stretch. You've been through so much for me. Make sure you're ready. Wir den kalt machen können, wissen wir ja nicht. You have your wits, your strength, your plan, your companion's loyalty, everything. Good luck, my love. Es kann auf jeden Fall sehr abenteuerreich werden. Schön seltsam, dass das hier immer so ruckelt. Der neue Performance Patch von Microsoft hat noch nicht viel gebracht. So. Macht es eigentlich Sinn, hier irgendwie mal zu scannen wegen Kräuter oder so? Also ich kenne den Weg nicht, weiß nicht. Ich denke mal, hier geht's lang, das ist schon alles richtig, aber... Ich weiß noch nicht mal, ob wir hier einfach so durchlaufen können. Oder ob wir ein bisschen aufpassen müssen. Ressourcen scheint es hier nicht zu geben. Ich sehe aber auch hier keine Bewachung oder so. Ja, müssen wir wahrscheinlich hier durch, ne? Hier lang, oder? Na toll, jetzt ist die Taschenlampe auch noch ausgefallen. Sehr geil. Alkohol, oh. Immer her damit. Ja, kleine Party schmeißen.
There are a few sentries outside the gate. That's obstacle number one. Töte sie einfach, ne? Brennbares, genau. Wir brauchten hier 6 irgendwie, um um den Generator herzustellen. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt einfach auf die schieße? Das ist ein Elite-Soldat, hurra. Ich vermute mal, dass wir nicht weiterkommen, oder? Ah, doch, das geht doch. Ah, Elite-Soldaten. Ich zeige euch gleich Elite-Soldaten. Zack, zack, zack. Ich hoffe, wir haben so viel Munition. Ach. Ich habe keine Munition mehr. Keine andere Waffe? Wir hätten doch auch so ein Gewehr vorhin. So, damit kann ich nur Wurmloch erzeugen. Bisschen Munition in sie mir aber droppen können, ja? Aber warte mal, den kriegen wir auch so hin. Ja, alles klar. So, ich kann jetzt hier abhauen, das ist auch keine Frage, toll. Ich meine, ich brauche Munition. Ich werde doch irgendwo Munition finden. Was ist das eigentlich? Haben wir noch irgendeine andere Möglichkeit? Warte mal, hier können wir noch eine Kräutersuppe essen. Hier haben wir noch was zu futtern. Das ist eine Antistrahlungssalbe, okay. Und das ist die Essensration. Die wir jetzt verwenden. Die können wir auch gar nicht verwenden. Jetzt haut er sich da einen rein. So, es ist ja so, man sagt ja, wenn man nicht gesehen wird... Wenn die einen nicht sehen, dann kann man die einfach so erledigen, ne? Das heißt, wir müssen uns irgendwie ranschleichen. So, der Elite-Soldat sieht uns aber. Wir müssen hier irgendwie im Schatten bleiben. Ich denke mal, der wird uns aber auch nicht verlieren, aus den Augen verlieren. Ah, toll. Das ist wirklich ein bisschen schwer gewesen, zumal wir keine Waffen haben. Also die Vorsage war Igor, total in Ordnung. It's not the end. I won't let it end like this. Go. Die. Fade. Portal. Help. Die. Igor. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich eine Mission aussuchen, die einfacher ist. Das war ein bisschen zu kompliziert, weil wir keine Waffen haben auch.
Oh, wo sind wir jetzt gelandet? Keine Angst vor dem Tod, ist ein Teil des Fortschritts, um einen Ausweg. Und alle hoffnungslos scheinen. Zukunft wirst du allerdings völlig Items verlieren, wenn du stirbst. Das bringt dir also nur Nachteile. Da finde ich hier sogar was. Is it a straight line? An arrow fired at the dawn of creation, moving steadily towards infinity? A universal course is something much more. A fourth dimension that can change. Slowly, something that can take the form of cosmic strength. You arrived at your base wounded and scarred. But you didn't know the correct password for Olivier. Go ahead, Igor. Change the past. Hands where I can see them. What's the password? So, ich weiß nicht warum, aber die Parole Nostalgie. Nostalgia. We don't have time for games, Olivier. Can't you tell it's me? You picked the password. Let's just stick to the rules, shall we? Come on in. And if you could change any of your decisions. Would it be like going back in time? Or would it create an alternate universe? This is your chance to rethink the decisions you've made. A chance to reshape the fabric of space-time reality. A chance to alter your timeline. Wollte hier schon mal im Baumodus die Ressourcen einsammeln, aber together, Igor, ging leider you nicht. To learn the truth, if you truly want to find me. Wie jeder Kristall steht für eine Erinnerung, die du verändern kannst. Nutze dein Wissen aus Vergangenheit und Zukunft, um die Situation zu deinem Vorteil zu verwenden. Alle Erinnerungen in deiner Zeitlinie werden gemäß deinem aktuellen Fortschritt und Erinnerung, die du an den Kristallen vornimmst, umgeschrieben. Bist du sicher, dass du bereit bist, in der Realität aufzuwachen? Ja. Ist mir auf jeden Fall lieber. Ich will in den Missionen weiterkommen. Ach, das Scheitern war sogar vorprogrammiert. Weil jetzt sind wir schon Tag 2. Wir konnten sozusagen gar nicht gewinnen, wenn ich das richtig sehe. Projektor abspielen, oh. Ach, das ist Tatjana, ja? Die große Liebe. Was sind das? Einzoomen, rauszoomen. So, am Bett können wir jetzt nichts mehr machen. Wir können den Projektor auch mal ausmachen. Das scheint irgendwie keine Bewandtnis zu haben, ob der läuft oder nicht. Immer 20 Meter. 24 Meter, das heißt, wir müssen irgendwie in die Richtung. Und geht's denn irgendwo raus? Ich sehe irgendwie keinen richtigen Ausweg. Muss aber erstmal nichts heißen.
So, 21 Meter, 22, okay, dann. Durch das Rohr irgendwie raus. Man sieht hier nichts, ne? Irgendwie hier ist keine Leiter. Hier ist irgendwie nichts genau. Jetzt die Taschenlampe ausgegangen. Die Pläne haben wir auch schon gelesen. Den Projektor können wir anmachen, damit es ein bisschen heller ist, aber... So, Taschenlampe nochmal an. Schauen wir mal, was wir hier noch machen können. Können hier einmal draufspringen? Nee, können wir nicht. Also auf dem Tisch können wir nicht draufspringen. Geht's auch nirgends drauf. Ariadne. Ah. My life's work. Still a prototype, but it will recreate any event from the past if you feed it the right data. Glad I didn't let those Brits destroy it. It will help me find Tatiana. Just like in the myth of Theseus, Ariadne's thread will lead me to the truth, hopefully. Ja, sehr schön. Ich die eigentlich verwenden oder so? Nee, ne? Ich kann da mal reinzoomen. Ich kann da auch wieder raus, aber... Irgendwo rumkrabbeln oder so? Das gibt's doch gar nicht. Ist denn das hier? Toll, wir haben die untersucht. Können aber nichts machen. Hier können wir nochmal die Pläne lesen. Die bringen uns aber auch nichts. Wieder rausgehen. So, was haben wir denn? Also wir haben ja Adriane, Projektor haben wir hier. Und dann haben wir den Tisch, wo wir die Pläne angucken können. Gehen wir nochmal im Bett. Und eine Zimmertür, die wir nicht gesehen haben. Mann. Unglaublich. Aber mein Tisch steht hier noch. Meine Werkzeugbank und mein Schlafsack. Ist doch schön. Dann können wir mal wieder nach oben gehen. Jetzt ich frage, ob wir uns eine nächste Mission aussuchen. Wir gucken mal. Sniper. Gibt es denn irgendwie einen Schwierigkeitsgrad? Gut, Hacker. Ein guter Hacker hätte ein Sicherheitssystem und der Elektron fertig werden können. Notiz ausblenden. Nee. Ich kann mich nicht als Gefangener ausgeben und das Kraftwerk eindringen. Ich brauche nur jemanden, der einen Nahsoldaten spielt. Okay. Ich brauche jemanden, der ein guter Aushorchen ist. Jemand, der mir raten kann, wie ich nah umgehen kann. Was ich brauche, ist da ein Spion. Sind da auch alles Notizen? Ich kann mich hier als Gefangener ausgeben, Kraftwerk einringen, okay.
Das ist sein Team. Fernglas, das Wetter Chernobyl ist jeden Tag anders. Regen verschluckt deine Geräusche, Nebel behindert die Sicht deiner Gegner. Das kannst du zu deinem Vorteil nutzen. Beobachte die Sperrzone und passe deine Ausrüstung an die Gegebenheiten an, bevor du dich auf eine Mission begibst. Okay. Ach, das sind die Missionen, die wir jetzt aussuchen können. Einer naher Trupps ist in der Nähe. Augen Moskau ist eine Notlage geraten. Der Hauptquartier hat eine. Igor ist die Hauptperson. Der Erfolg deiner Mission sowie seine Gesundheit und Psyche hängen von alleine vom Spieler ab. Zuweisen. Wenn man Wechsel. Ah ne, warte mal, man kann immer nur so zuweisen. Würde ich sagen, Mission starten. So, ich hoffe ja, dass die Mission jetzt klappt. Wir hatten ja keine Munition und nichts. Ja, wir testen das mal, wenn ich gehe mal halt raus. Tag 2, das Auge von Moskau und Nachmittag. Ein bisschen verwirrend irgendwie. Einerseits suchst du das Ziel an der Tafel aus und scheiterst. Dann wirst du wiederbelebt. Dann bist du auf einmal am Tag 2. Viele Kräuter. Das ist schon mal sehr gut. Sammeln wir jetzt mal alle Kräuter an. Von hier aus starten wir jetzt die ganze Mission, ja? Oh, oh nein! Ich hab mein eigenes Schiff. Hier ist eine Mission irgendwie in... Warte mal, hier gibt's noch was. Ja gut. Mission in 82 Meter, machen wir die noch. Oh, sehr schön. Vorrat kann ich nicht benutzen, Chemikalien, Pilze. Teile. 49 Meter. Immer wenn ich an das Ziel rangehen will, dann wird es halt radioaktiver, ne? Wird es übler. Dachte, das war auch wieder einer, der sich in Luft auflöst. Ich denke, ich kann mich irgendwie im Schatten verstecken. War doch am Anfang auch so. Alter Falter.
Your relentless search has finally caught up with you. Who knows what the NAR will do to you now? You don't want to find out what they have planned for you, my love. You have to find a way out, fast. Think, Igor, think. Wäre natürlich blöd, wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich sterbe, irgendwie durch den Tod laufen muss. Oh, my head. It's killing me. Where the hell am I? I have to find my portal generator. Oh, wir sind im Gefängnis. Irgendwie gehört das Scheitern zu dem Spiel dazu, kann es sein? So, Nahsoldaten haben dir eine Ausrüstung um einen Portalgenerator abgenommen und Gefängnis ausräumen musst du die zurückholen. Auch wenn du zurzeit unbewaffnet bist, heißt es nicht, dass du wehrlos bist. Du kannst immer noch B drücken, um in den Baumodus zu gelangen und Fallen herzustellen. Durchsuche das Gefängnis und finde Ausrüstung. Den gucken wir mal. My ticket out of here. When I finish my contract, I'm going to grow a beard. Ja, natürlich geil, wenn wir von denen jetzt die Waffen bekommen, ne? Keine Waffe? Scheiße. Na toll. Wir wissen ja gar nicht, wo wir hinlaufen sollen. Ich verstehe nicht, warum wir keine Waffe haben. Warte mal, 6. Warum der hier keine hat? So, er hat gesagt, im Baummenü. Du kannst nicht hauen, wenn dein Leben in Gefahr ist. Aber ich will die umbringen und muss doch eine Falle bauen, oder nicht? Wir haben Dietrich hier gesehen am Boden. Wir wurden nicht gesehen. Looks like my gear is in the lab. I have to get it back before someone starts tampering with it. Das sagt er so einfach. Ist jemand, der mich sehen könnte? Mechanikteile. Aber wir finden ja natürlich viel Loot, ne?
Frage, gehen wir jetzt hier richtig oder falsch? Da hat uns auch keiner gesehen. Da oben, der guckt in die andere Richtung. Können wir da nicht hoch und dann von hinten uns ranschleichen und die in der Platt machen? Müsste doch funktionieren, oder? Nicht optimal, ne? Gerade wir würden ihn ja leise umbringen. Ja, gut. So, jetzt möchte ich aber mal bitte eine Waffe haben. Dankeschön. Oder braucht Zeit. So, was haben wir hier Schönes? Meter, das heißt, hier muss es irgendwie sein, ne? Du brauchst ein bestimmtes Item, um hier weiterzukommen. Vielleicht kannst du etwas passenderes in einer Werkstation. Ja, toll. Soll man eine Werkstation finden? Hier 24, wir gehen mal runter. 30. Entfernen wir uns, da müssen wir auch gar nicht lang. Also das oben ist schon richtig. Wir gehen in der Kantine nochmal rein, weil bin ich auch der Meinung, dass ich da Dietriche irgendwie gefunden habe. Und Elektrikerteile. Also nicht gefunden habe, aber ich habe sie irgendwie gesehen. Ich war der Meinung, ich hätte hier am Boden irgendwas gesehen. Hier kommen wir auch nicht raus, ne? Nee. Revolvermunition hat, das ist ja sehr nice. Wir durchsuchen nochmal die Zellen. Ich vermute mal, dass hier in der Nähe auch irgendwas ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt weit weglaufen müssen, um dann wieder zum Ziel zu kommen. Wenn doch hier irgendwo ein Dietrich oder irgendwas zum Einsammeln hingelegt haben. Warte mal, geht's denn hier lang? Hier waren wir auch noch gar nicht. So, hier scheint auch nichts zu sein. Na. Wie geht's nach oben? So, jetzt geht's hier nach draußen, aber wir entfernen uns und haben unsere Sachen nicht wiederbekommen, ne? Das muss uns aber bewusst sein, wenn wir jetzt hier rausgehen. Kann aber auch sein,
dass wir sogar hier oberirdisch lang laufen müssen. So, ich sehe auch bis jetzt kein Personal irgendwie. So, haben wir Elektrikerteile. Da läuft ein Auto, aber da scheint keiner zu sein. Oh, hier könnte das Labor sein. Du hast deine Ausrüstung zurückbekommen. Nutze den Portalgenerator in deiner Tasche, um zum Schutzraum zurückzukehren, um den Tag zu beenden, wann immer du bereit bist. Und dann überlegen, ob ich nicht nur ein bisschen einsammle. Und dann kann ich ja bald abhauen. Ist hier ein Weg rein irgendwie? Du brauchst bestimmtes Item. Ah, okay. Das heißt, wir kommen hier noch nicht weiter. Ich habe auch das Gefühl, wir haben jetzt hier alles gelootet. Hier gibt es nichts mehr. Okay, dann machen wir mal folgendes. Wir beenden das und dann war das ja wenigstens mal erfolgreich. Wir sind wieder aus dem Gefängnis raus. Das ist doch sehr schön. I think this approach is working, Igor. Looks like we can sneak in and out of the zone without attracting attention. So, how did it go? Are you any closer to finding your old lady? You still want to go back to the power plant? I have to go back. I have the strongest feeling she's there. Feelings? You surprise me, Professor Kiminyuk. Trusting your instincts is important. But last time we tried that, we lost Anton. We need some hard evidence before we go down that road again. Don't worry, Olivier. I'm not crazy. I'll keep gathering evidence, and when I've got enough, we can formulate a new plan. Good. Evidence, plans, information, resources. It will all get us closer to your goal, Igor. How did you do today? I'll brief you in a minute. First, let me point out a couple of things to you. Go on. You need to understand the role you're in. You hired me and rented this warehouse. That makes you the commander of this base. It means you will be in charge of all our equipment and, most importantly, our food rations. You have to start thinking like a strategist, like this is a military operation. Organize the base and take care of your troops. That's number one. Ja, stimmt, wir müssen unsere Basis ein bisschen ausbauen. I know from experience. Forget to feed your troops and their morale will drop. They might even desert you. Also, in situations where resources are scarce, there's a group psychology to consider. Playing favorites, rewarding those who slack off, and not appreciating the men who pull their weight are surefire ways of creating discord amongst the men. What men? There are only two of us. For now, but that has to change if you want your power plant operation to succeed. We need more power, more intel, more skill, and more bodies. And each of those bodies will need space, food, and resources in this base. Das heißt, wir werden irgendwo noch Leute finden, die uns dann helfen. But you need to be patient, plan, strategize, take it slow. You have to find time to cater to the needs of your companions and manage this warehouse. If you don't, all your plans will be for nothing. You're right.
I need to be smart about all of this. Absolutely. And remember, I'm here for you. I will advise and support you every step of the way. That's what you're paying me for. Okay, sehr schön. Das heißt, wir wissen jetzt Bescheid. Mission fehlgeschlagen, Medikamentenabwurf. Naja, okay. Fehlschlag. Aber wir haben eine Belohnung bekommen. Angeschlagen, instabil. Tja, sehr erfolgreich sind wir auf jeden Fall nicht. So, Medikamenten, das Auge von Moskau. Igors Psyche wird stark darunter leiden, weil er nichts zu essen bekommt. So, normale Essensration. So, er hat zwei, ich habe zwei, ne? Halbe Essensration. Normale Essensration, kein Essen. Normale Essensration. Ja, das ist die Essensfrage. Ja. So hat doch jeder gleich viel zu futtern. Muss doch eigentlich hinhauen. So. Aber Freunde, ich würde sagen, wir haben uns das jetzt mal angeguckt. Es sieht sehr nice aus. Ich bin zwar ein bisschen durcheinander, so. Ich habe das Gefühl, du musst scheitern, damit du dann irgendwie weiterkommst, auch in der Story. Das ist ein bisschen merkwürdig. Weil du stirbst ja in dem Sinne nicht richtig. Erstmal durchgehst du dann, durchwanderst du dann den Tod und auf einmal landest du dann wieder im Gefängnis und kannst dich befreien. Also, und beide Missionen sind gescheitert, irgendwie seltsam. Aber egal, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lass mal einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Ich denke mal in Part 2, das ist jetzt Part 1. Wir werden das auf jeden Fall weiterzocken. Ich würde sagen, bis dahin.